Freue mich voll, dass ich da bin. Das Thema heißt irgendwie, ich weiß nicht, wer auf das gekommen ist, verrückter Glaube, ein sinnloses Leben. Und ein bisschen auf einen ungewöhnlichen Zugang einmal auf den Glauben zu schauen, auf das, was eigentlich unser Herz, unser Leben ausmachen soll. Und das meistens ein bisschen verkupft ist oder einfach nur Tradition, so halt ein Ritus und das feiern wir. Aber was steckt dahinter? Was macht der Glaube mit uns? Was hat er für Potenzial? Und was möchte uns eigentlich für ein Geschenk ins Leben, ins Herz, in die Geschichte, in die Familie, ins Schicksal, wie man es anschaut, mitgeben? Also verrückter Glaube oder sinnloses Leben war der Titel von heutigen Abend. Und ich habe mir gedacht, ich fange mit ein paar alternative Gestalten an, um den Glauben einmal auszuleuchten, was er überhaupt macht, was er kann, dass man ein Gespür kriegt. Ja, was steckt denn da drin? Als erstes hätte ich gern mit einem Juden angefangen, den alle gut kennen, aber der von der Persönlichkeit gar nicht so unproblematisch war, der König David. Große Gestalt. Er hat ungefähr 1000 vor Christus gelebt, war der Mindeste unter seinen Brüdern, also Isai hat sich geschämt für den Clan, der nicht aufgewachsen war, den hat er versteckt vom Propheten Samuel, aber dennoch hat er diese Salbung angenommen. Also bei ihm war die Berufungsgeschichte so, dass der Prophet Samuel auf einmal da steht und sagt, ich möchte einen von deinen Söhnen weihen, salben. Und was das geheißen hat, wenn ein neuer König gesalbt wird, dann gibt es einen zweiten und dann heißt das Krieg von Haus aus. Das haben sie ja gewusst, vorher schon gewusst. Aber es ist dennoch so, der König David, oder David nimmt diese Salbung an, obwohl es in einen Konflikt hineinführt, obwohl es Krieg bedeutet fürs Land. Und er nimmt es einfach an, was Gott da tut. Und dann in dem Moment eben, wo die Philister in dieser Ebene da unten, das ist so ja, 17 Kilometer westlich von Jerusalem, in so einem Tal, einem Kessel unten, da waren sie aufgeschüttet gegen die Philister. David kommt die Außentragen und die Israelis, die Juden, haben alle die Hosen voll, weil sie keine Chance haben, unterlegen. Und er ist der Unterlegenste der Unterlegenen, der da nicht einmal bewaffnet ist, keine Ausbildung hat, aber einen Glauben hat. Ihm hat das, was Gott an seinem Leben, in seinem Herzen da hat, so bewegt, dass er mit einem Glauben auf Goliath zugeht. Er hat sich 5 Steine mitgenommen, tritt er aufs Schlachtfeld. Man muss sich da mehr einleben, aber das ist ja so unglaublich, wie sich so ein kleiner Bub dann da aufstellt, an die Spitze von dem Herr geht, das sich nicht einmal mehr irgendwas tun traut. Und dann tritt er dem Goliath entgegen und sagt, du hast Gott verhöhnt, den Allmächtigen. Und deswegen wird dich der Herr in meine Hände geben. Und der Sieg kommt von Gott. So. Und er schlägt ihn tatsächlich. Und dann sein ganzer Weg wird geführt sein von diesem unglaublichen Sieg als Unterlegener. Als Unterlegener einen Sieg einzufahren, weil er gewusst hat, der Sieg kommt nicht von seiner Kraft. Nicht von seinem Talent, nicht von seiner Kraft, nicht von seiner Stärke, sondern Gott schenkt diesen Sieg. Er führt ihn. Okay, der David. Und dann gibt es eine Gestalt, die ist noch ein bisschen ötter als wie der David. Nein, Entschuldigung, nicht ötter, aber spektakulärer. Es ist kein Jude, sondern ein Heide, der mir extrem imponiert auch. Alexander der Große. Der von Aristoteles ausgebildet war, also aus einem noblen Haus, Aristokratie stammend, und dann hat ihn Aristoteles erzogen, die haben einen großen Philosophen für die Erziehung angestellt, er hat ihn erzogen,
Und dann hat er ziemlich ein klares Denken gehabt. Aristoteles, der auf die Dinge zugeht, der alle Sachen miteinander in Beziehung setzt und die Verhältnisse und so weiter, Relationen, das Wesen erforscht. Auf jeden Fall hat das Innenleben, das ist ja die Philosophie, das Innenleben der Dinge erforscht. Aristoteles bildet ihn aus und dann hat es noch ein zweites Moment gegeben bei Alexander dem Großen. Nämlich in einem Orakel hat er erfahren, dass er nie sterben wird in einer Schlacht. Und jetzt kommt ein Glaubensmoment bei ihm dazu. Einmal ein philosophisches, klares Denken, einmal ein Glaubensmoment. Und dann zieht er in die Schlacht ohne Angst und mit einem scharfen Geist. Und erobert tatsächlich mit seinen 33 Jahren, so alt ist er geworden, das größte Reich dieser Weltgeschichte bis Indien und Ägypten hinunter. Von Griechenland ausgehend, sie sind 5,5 Jahre auf Feldzüge, Knopfsichse, und er erobert das größte Reich, das es jemals gegeben hat in der Geschichte. Wir haben Alexander dem Großen auch einiges zu verdanken. 330 vor Christus ist er ja in Israel eingezogen, einmarschiert, war die Besatzungsmacht noch vor den Römern. Und durch das ist das Judentum mit dem Griechentum in einem Konflikt geraten, in einen Kulturclash, weil das Griechentum ganz anders denkt hat als das Judentum. Und das war wie bei uns in der Nachkriegszeit mit den Amerikanern, die auf einmal einen Kaugummi haben, aber damals war es noch viel ärger. Nicht nur, weil die einen Kaugummi haben und andere Brauch einführen, sondern weil das griechische Denken so entgegengesetzt war zum jüdischen, von der Mentalität, von der Verhaltensweise, von den Anschauungen. Aber das war unser Glück vom Christentum, weil in diesem Konglomerat von Judentum und Hellenismus heißt es, also das griechische Denken, mit den Vorsokratikern, mit Platon, mit Aristoteles, und in dem griechischen Denken sind schon die letzten Bücher vom Alten Testament geschrieben, also es hat schon lange vor Jesus eingesetzt gehabt, und dann das ganze Christentum baut auf dem Judentum und dem griechischen Denken in Hellenismus auf. Das ganze Neue Testament wird dann in Griechisch geschrieben. Darum ist Alexander der Große für uns auch eine große Gestalt, also wesentliche Gestalt, weil wir sonst das griechische Denken, diese Klarheit der Vernunft, nicht hätten. Hätten wir sonst nicht geerbt. Aber dadurch hat es Einzug und die Welt verwandelt. Und Alexander der Große, also vor 356 bis 323 vor Christus lebt er. Mit 33 Jahren stirbt er und hat das größte Reich erobert, das jemals gegeben hat. Aus einem philosophischen Denken und einem Glauben heraus, das mit einem Orakel verbunden war. Aber spannend, wie weit diese zwei Momente einen Menschen bringen. Größtes Reich dieser Welt, der Geschichte, zu erobern. Und das aber nicht mit Panzer und Raketen wie heute, sondern zu Fuß. Zu Fuß mit ein paar Pferd. Unglaublich. Haben Sie da nicht Elefanten auch noch gehabt, wie es da drüber zu sein, oder? Ja, der Hannibal ist da bei uns mit den Elefanten drüber. Ah, das war der Hannibal. Aber der, jetzt Alexander der Große, die Griechen. Ja. Oh, aber das ist auch eine grobe Witzgerei, hast du schon recht. Ja. Wieso ist er gleich 30 Jahre? Ja, also er ist nachher schon auch in einer Schlacht gefallen. Es hat nachher auch ein paar Intrigen gegeben. Er hat sich infiziert, er hat so, weiß ich nicht, war das Cholera oder irgendwas in die Richtung. Er hat sich da was eingefangen und ja, doch nicht unsterblich. Ja, aber anyway, um das unsterblich oder nicht unsterblich, möchte ich gar nicht, also um das geht es in dem Moment nicht, wo wir ihn betrachten, sondern für uns ist er interessant, dass er mit einem Glauben so weit gekommen ist. Das ist nur ein Leichhaft. Ja, deswegen möchte ich ihn erwähnen. Und eine dritte Gestalt, die jetzt auch eine Christin ist, überzeugte Christin, schreibe ich da auf. Sophie Scholl.
1921 bis 1943 gelebt. Mit ihrem Bruder, mit Hans Scholl, haben sie eine Widerstandsbewegung gegründet in München im Nationalsozialismus. Haben Flugblätter verteilt, haben gesehen, dass dieses Regime und die Gesellschaft, die Kultur dem Untergang und der Vernichtung entgegenrennt, mit einer Ideologie, die die Rasse über alles setzt, den Arianismus, also Arie, nicht Arianismus, also die Arier, die, was das deutsche Volk sich selber bezeichnet haben, so wie die Russen jetzt auch, die haben ja auch so was wie ein arisches Denken, dass das russische Volk die Föderation wieder vereint werden muss und so weiter. Und in der Weise war der Nationalsozialismus auch unterwegs. Sie gründet mit ihrem Bruder, mit Hans Scholl, eben diese Widerstandsbewegung Weiße Rose. Vielleicht habt ihr schon mal gehört davon. Und dann ist interessant, die Nazis kämen halt drauf, weil da diese Flugblätter gedruckt hat und so weiter. Und irgendwann fällt das halt auf. Sie wird verhaftet und dann wird ihr gesagt, sie ist 21 Jahre alt. 21 Jahre alt. Und dann wird ihr das Angebot, der Deal gegeben, du kannst jetzt dem Tod entgehen. Wir würden uns deiner erbarmen, wenn du sagst, dass das ein Jugendstreich war. Ihr habt euch etwas erlaubt und halt da gegen das Regime einmal aufgetreten und so weiter. Sie hätten sie tatsächlich begnadigt. Und sie hat aus Überzeugung heraus gesagt, nein. Ich stehe zu dem, was ich getan habe. Ich sage nicht, das war ein Jugendstreich, sondern aus großer Überzeugung heraus, als einer inneren Zustimmung zu ihrer Botschaft, die sie gehabt hat, ihre Botschaft, christlich motiviert gegen dieses Nazi-Regime. Und aus einem Glaubensakt heraus sagt sie, ich stehe zu dieser Botschaft und ich möchte sie mit meinem ganzen Leben bezeugen. Wird auch Märtyrerin. Also drei Gestalten, die auf ihre Weise wirklich Großes bewirkt haben für diese Weltgeschichte und alle von einem Glauben geführt. Unterschiedlichen Glauben, unterschiedliche Momente, unterschiedliche Herausforderungen. Aber wir kriegen überhaupt mal eine Ahnung, was der Glaube macht. Also es ist nicht irgendwie ein Trostpflaster, wenn ich sonst keine Antworten mehr finde. Sondern der Glaube ist eine Kraft, die die Welt verändert. Es ist etwas, was in unser Leben eintritt und der eine Wirklichkeit auf einmal erstrahlen lässt, aufbauen lässt, zum Glänzen bringt, der unbeschreiblich ist. Für ihn immer nur ertastbar, ein bisschen zu ertasten. Beim Glauben, ich möchte noch ein kleines Beispiel einbringen, damit wir merken, wie wir im Glauben geführt sind. Also der Glaube prinzipiell in sich ist es immer eine volle Zustimmung. Jetzt kommt der Dogmatiker außer, ich habe mir jetzt wenig zum Schluss mache, vielleicht noch ein bisschen ein eigenes Glaubenszeugnis. Aber der Dogmatiker kommt außer, ich bin ja noch immer am Studieren und darum rede ich immer so kompliziert, aber es darf jederzeit Fragen stehen übrigens. Gell? Das ist jetzt nicht richtig, was ich sage, weil er ist so gescheit, dass er weiter studieren haben lassen, weil es kann. Das wird jetzt in seiner Bescheidenheit verschwinden. So schaut es nicht aus. Ja. Legastheniker, Nachhilfe ist das für mich. Ja. Aber der Glaube gibt immer eine volle Zustimmung. Haben wir auch bei alle. Bei alle, das ist existenziell gewesen, bei alle drei Glaubensgestalten da. Völlige Zustimmung. Auch wenn es mir eine andere Wahl lässt, sagt die Sophie Scholl. Kannst mich freilassen, aber ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Ich bezeuge es. Ich stimme mit dem, was ich überzeugt bin, völlig zu. Und wenn es mir jetzt umbringen willst, stehe dazu. Bitte schieß auf mich. So, ich stehe. Völlige Zustimmung zu einer Botschaft. Und jetzt ist interessant, diese Botschaft ist für uns nicht einsichtig. Die kennen wir nicht aus der eigenen Erfahrung heraus. Du hast zu dieser Botschaft nämlich keinen Zugang von dir selbst. Es ist eine Zustimmung zu einer Botschaft,
die dir geschenkt ist, die dir anvertraut ist, von der dir jemand erzählt hat, aber du gemerkt hast, es muss wahr sein. Es muss wahr sein. Eine Botschaft, zu der du keinen Zugang hast, aber volle Zustimmung gibst. Ich möchte es mit einem kleinen Beispiel bringen, dass es plastischer wird. Der Josef Pieper hat es gebracht, einen Glaubenstraktat bei Thomas von Aquin aufarbeitet, und da sagt er, der Glaube ist wie wenn ein russischer Strafgefangener nach Hause kommt. Und der ist auf dem Weg nach Hause, keiner weiß es noch, und ein Freund von ihm ist 2 Wochen früher aus dem Gulag entlassen worden, und der hat dem Strafgefangenen auftragen, geh zu mir heim und sag meinem Bruder, dass ich komme. Weil er hat die Landwirtschaft inzwischen übernommen, der hat vielleicht auch da bei den Kindern geschaut, was weiß denn ich, vielleicht die Frau auch inzwischen begleitet oder betreut oder schon geheiratet oder was weiß denn ich, weil niemand mehr glaubt hat, dass er noch lebt. Und jetzt sagt er, geh nach Hause und sag meinem Bruder, ich lebe und ich komme. Und jetzt kommt da der Bote daher, der auch im Strafgefangenenlager war, und sagt, dein Bruder lebt und er kommt nach Hause. Und jetzt stehst du da, hörst nur die Botschaft, kannst sie aber selber nicht überprüfen. Zu dieser Botschaft hast du keinen Zutritt. Du kannst nicht durch den eisernen Vorhang hindurch nach Russland. Unmöglich. Unmöglich. Und du hast nur den Boten da und die Botschaft. Und jetzt kannst du 2 Momente noch herausforschen, auf denen stützt sich auch der Glaube. Präambula fide, sagt der Thomas von Aquin dazu. Aber du kannst schauen, der Botschafter, der jetzt da steht, was ist denn das für ein Mensch? Ist der überhaupt glaubwürdig? Du kannst schon was überprüfen. Du kannst jetzt schauen, ja, ist das ein ehrlicher Mann? Wo ist der aufgewachsen? Was war denn seine Lebensgeschichte? Wo war der in Krieg? Stimmt denn seine Geschichte, wo er in Krieg war, in welchem Gefangenenlager und so weiter, stimmt denn seine Geschichte mit der Geschichte deines Bruders zusammen? Und passt es? Ist das stimmig? Mit deiner eigenen Erfahrung von deinem Bruder? Mit deiner eigenen Erfahrung von dem Leben stimmt die Botschaft dieses Botschafters zusammen. Also, und du kannst die Botschaft genau hinterfragen. Also einmal den Botschafter und einmal die Botschaft genau hinterfragen. Du kannst fragen, ja, wie hat mein Bruder ausgeschaut? Welche Haarfarbe? Hat er da das Muttermal? Welchen Charakter hat er? Wo hast du ihn getroffen? Und du klärst diese Botschaft mit allen deinen Möglichkeiten ab. Und dann stehst du letztlich da und sagst dir, entweder glaube es oder glaube es nicht. Du kannst nicht anders. Wenn es wahr ist, nachher musst du jetzt die Beziehungen wieder bereinigen, du musst dir den Hof wieder übergeben und. Da hängt ja was dran. Das ist ja nicht einfach, ja, ist halt so. Nein, es hat mit deinem Leben zutiefst zu tun, alles umkrempeln. Oder du glaubst es nicht. Das ist auch eine Entscheidung. Und dann wird sich halt so auserstellen, ob das wahr ist. Aber diese Botschaft, der Botschaft des Glaubens, kannst du nicht ignorant dahinter stehen, sondern sie fordert dich immer heraus, zuzustimmen oder ablehnen. Oder zweifeln, könnte man sagen. Also Zweifel ist immer eine Ablehnung. Du nimmst es nicht an, ein Zweifel ist immer eine Ablehnung. Die Frage ist, wie weit lehnst du das ab? Weil eine Meinungsenthaltung ist auch eine Ablehnung. Ich nehme es halt nicht an, weil sage ich, ich zweifle halt dran. Aber es ist auch, der Zweifler hat auch eine Entscheidung getroffen. Und letztlich ist kein Mensch aus diesem Dilemma herausgenommen. Jeder steckt drinnen, ob er glaubt oder nicht glaubt. Weil auch der Ungläubige hat den Glauben als Herausforderung, ob es nicht doch wahr ist. Für ihn ist der Glaube der Zweifel. Jemand, der sagt, naja, in Herrgott gibt es nicht, bumm, das ist alles ein Blödsinn. Aber der Glaube ist sein Zweifel. Ist es nicht doch wahr? Ist es nicht doch wahr? Alle stehen da, jeder einzelne Mensch muss die Botschaft, die Gott uns anvertraut hat, in der einen oder anderen Weise beantworten. Okay.
Ich möchte jetzt ein bisschen auf das, aber dieses Beispiel ist verständlich, oder? Botschaft ist klar und auch nicht missverständlich übrigens. Es gibt, also christlicher Glaube, weil da unterscheiden sich auch die Zugänge, aber christlicher Glaube heißt keine missverständliche Botschaft. Du kannst sie verstehen, es ist verständlich. Freilich übersteigt sie deine eigene Einsicht, weil die Botschaft von wo kommt, wo du keinen Zutritt hast, wo du keine Erfahrung hast. Sie übersteigt dich, deinen Horizont übersteigt, aber du verstehst das. Und Jesus sagt, Gott ist ein Vater. Wir haben eine Erfahrung von einem Vater. Wir wissen, was ein Vater ist. Es ist nicht unverständlich. Okay. Und die Botschaft selber, übrigens, die Botschaft selber ist nicht irgendetwas Ausgedachtes, sondern die Botschaft selber muss immer von jemandem kommen, der ein Wissen hat. Wenn die Botschaft niemand weiß, kann sie niemand glauben. Wenn es nicht jemand gibt, der echte Erfahrung hat, dann kannst du ihm auch nicht glauben. Dann kannst du ihm auch nicht glauben. Die Botschaft ist keine Meinung. Sie ist eine echte Erfahrung, eine echte Einsicht von jemand, der etwas gesehen, verstanden hat und deswegen bezeugt. Okay. Heute geht es ja auch verrückter Glaube, das sinnloses Leben. Jetzt haben wir ein bisschen den Glauben angeschaut. Jetzt möchte ich auch auf das sinnlose Leben schauen. Aber der Mensch ist interessanterweise so gebaut, dass er kann nicht leben. Er kann nicht leben, ohne dass er einen Sinn findet. Und der Sinn dreht seine ganze Motivation, alles. Und es ist ein bisschen so, wenn du keinen Sinn nicht siehst, als Mensch, kannst du auch keine 10 Schritte gehen. Ist unmöglich. Geht nicht. Kleines Beispiel von 2 Bergsteigern. Es gibt einen Berg auf der, ich habe sehr, sehr schöne Berg da, das Gipfelkreuz. Und da geht ein Papa mit 2 Buben hinauf. Und beide haben einen halbwegsigen Rucksack zum Tragen. Soll der Rucksack sein? Schaut jetzt wie ein Bauch aus, ist ja wurscht. Sie haben beide was zum Tragen, halbwegs was zum Zahn. Der Berg ist jetzt ziemlich steil, auch gefährlich, da geht es runter und so. Sonne scheint, extreme Herausforderung. Und einer von den Burschen sieht hinter der ganzen Angelegenheit keinen Sinn. Von ersten Schritt weg schimpft er und flucht er und ist beleidigt und dann tut er sich weh und nachher ist es noch lober und er jammert und schimpft und das ganze Unternehmen ist eine Katastrophe. Verstehst? Und je weiter sie kommen, desto schlimmer wird es und desto tragischer. Und auch die Schmerzen, die er hat, die kann er nicht ertragen und er geht an diesen Schmerzen zugrunde quasi und braucht alle Hubschrauber und Notärzte und keine Ahnung was. Und ein ewig anstrengender Weg, bis er oben ist. Und der zweite sieht einen Sinn dahinter, hinter dem, dass sie da aufgehen. Weil der weiß, wenn ich da oben stehe, da habe ich so ein Gefühl der Freiheit und so ein Aufatmen und heute ist so ein schöner Tag und das zu erleben, das freut mich einfach. Und er hat auch ziemliche Schmerzen. Der fällt 2-mal hin, der hat Schürfwunden, der hat auch einen halbwegsigen, er ist schwächer gebaut als wie der andere, der so jammert. Und der hat ziemlich viel Leid zum Tragen, der zweite. Aber er tragt es mit einer Leichtigkeit, weil er einen Sinn dahinter sieht. Und einen Sinn dahinter zu sehen, wandelt den ganzen Weg, wandelt das ganze Leben. Und meine These dabei dahinter ist, das Leid ist für Menschen kein Problem. Das Leid ist für Menschen kein Problem. Aber die Sinnlosigkeit. Die Sinnlosigkeit. Auch die Sportler, die Extremsport machen, die trainieren bis aufs Ärgste, bis der Körper fast drauf gibt, Schmerzen haben, Ende nie. Und die ärgste Diät, die größten Schmerzen, die äußerste Entbehrung, alles auf sich nehmen
nur damit sie dann irgendwann vorne stehen und so einen Pokal in der Hand halten, der einfach ein Blechteil ist, das dann alle 14 Tage abstauben magst. Verstehst? Ja, du fragst dich, für was tust du das? Ist das das heute? Ja, aber der trainiert, jeden Tag steht er um 4 Uhr in der Früh auf und trainiert und tut sich massakrieren, verstehst? Weil er dahinter einen Sinn sieht, dass er dann irgendwann da steht und da das Blechteil in der Hand hat und alle applaudieren. Und nach 3 Minuten ist es vorbei und dann geht er heim. Aber dafür hat er jahrelang trainiert und die ärgsten Schmerzen und das ärgste Leid auf sich genommen. Aber er sieht einen Sinn dahinter. Also die Schmerzen, das Leid ist für einen Mensch kein Problem. Ist für einen Mensch kein Problem. Aber die Sinnlosigkeit. Die Sinnlosigkeit ist sowas Dramatisches für Menschen, wenn er keinen Sinn dahinter sieht. Es kann noch so eine einfache Bergwanderung sein, quasi, aber der eine Bursch, der keinen Sinn dahinter sieht, der flucht und schimpft und alles eine Katastrophe. Alles eine Katastrophe. Aber hinter dieser materiellen Wirklichkeit, auf das ist der Mensch ausgerichtet, muss er eine geistige entdecken lernen. Da haben wir die Materie, wunderschöner Berg, Steine, Felsen, Materie in aller Pracht. Man tut es ja dann nicht so schwer, dass man über die herrlichen Berge redet, weil werfen, ihr seid im Paradies vor dem Berg her. Aber hinter dieser materiellen Wirklichkeit braucht es eine geistige Realität. Eine geistige Realität, für was das da ist. Für was wir da stehen. Was der Sinn hinter der Sache ist. Erst mit dieser geistigen Wirklichkeit fängt das Leben wirklich an. Fängt es an. Okay. Und erst wenn du hinter der Materie eine geistige, und da könnt ihr jetzt, dass wir auf Gott auch hinkommen. Also geistige, logisch plus gute, logisch und gute Realität erkennst, dann beginnt erst der Glaube, dann beginnt erst das Leben, was ein menschliches Leben ausmacht. Übrigens, der Mensch ist das einzige Wesen, der diese Realität erfassen kann. Also ein Hirsch wird niemals in Wald draußen stehen und sagen, für was tue ich denn das alles? Für was tue ich denn das alles? Heute schon wieder da umeinander hin und her marschieren, heute schon wieder ein fesche Hirschchen suchen oder keine Ahnung. Jetzt werden wir die Jagdfläche geschickt. Aber der fragt nie, für was mache ich denn das alles? Und er forscht nie einen Sinn dahinter. Geistige Wirklichkeit. Weil diese geistige Realität eben nicht mehr logisch und gut sein, das ist ja die Sache, wenn wir Gott sagen, das ist ja nicht nur irgendein Konzept, verstehst du? Das macht die Moslems aus, die haben ja keinen Namen für Gott, die sagen ja nur Allah, das ist das arabische Wort für Gott. Aber das ist ja selber, das ist ja nur ein Konzept. Allah ist ja, das ist ja kein Name, das ist ja keine Beziehung, es ist nur ein Konzept von Gott. Es wäre, wenn ich halt jetzt euch Philosophieunterricht gebe und nachher halt immer philosophisch von Gott umeinander rede, aber nie auf eine Person komme. So. Aber wir glauben, dass die geistige Realität eine logische, eine gute Wirklichkeit ist, die dahinter steht. Und diese geistige Realität, interessanterweise, gibt uns als Menschen einen Sinn, nach dem wir suchen. Und kein Mensch kann aus dieser Frage nach diesem Sinn, für was ist die Wahrheit dahinter, für was lebe ich, für was stehe ich da früher auf, verstehst? Das ist schon die schwierigste Frage, heute für die Jugend, weil die Depression so einsetzt. Jetzt haben wir 25% depressive Jugendliche, ist extrem gestiegen mit Corona und den Maßnahmen halt. Und die haben bei der Früher
sehen die keinen Sinn, für was sie mehr aufstehen sollen, in die Schule gehen sollen, arbeiten sollen. Die Depression schlägt irgendwann so zu, dass sie auch keine Kraft mehr finden, ihren Körper zu überwinden, die Schwerkraft quasi zu bezwingen. Und diese 70 cm Erhöhung von der Bettkante auf einen aufrechten Gang zu bewältigen. Und so bleiben sie halt liegen, weil keine Kraft mehr da ist. Geht nicht mehr, geht nicht mehr. Aber dieser Sinn, geistige Realität, ist immer nach einem letzten Grund, der in sich keinen Grund mehr hat. Also es gibt, das ist unser Ziel, nach dem wir tatsächlich Ausschau halten. Verstehst? Und jetzt zum Beispiel, ich will deinen Namen noch fragen, du bist die? Iris. Iris, hast du einen Freund? Ja. Hast du einen Freund? Ja. Aber wir nehmen einmal an, Iris, du hast einen Freund. Das ist ein gutes Beispiel. Sag mal, die Iris hat einen Freund. Und dann fährt sie nach einem langen Tag noch mit dem Moped 2 Stunden durch die saukalte Nacht raus bis nach, was heißt denn nicht, bis nach irgendwo in Flachgau raus, halt, dass sie zu ihrem Freund noch kommt und dann 1,5 Stunden mit einem ratschen kann und dann wieder 2 Stunden heim durch die ganze Nacht, verstehst? Und dann könnte man fragen, ja, Iris, warum fährst denn du da raus? Und sie ist ganz, sie ist medizinisch hochbegabt, hat die Sachen schon tief verstanden und sie sagt, naja, schau her, ich habe da halt so Spiegelneuronen, die sich da bei mir jetzt losgelöst haben und die haben meinen Körper so geführt, dass ich jetzt da, Hormone heißt es, gesteuert bin und dann deswegen fahre ich da hinaus, verstehst du, weil diese Hormone, die treiben mich halt, dass ich da auf meinem Moped sitze und die Kälte halt trotz und da dreimal danken muss und dann fahre ich raus und wieder rein. So. Was man alles auf sich nimmt, ja, was man alles auf sich nimmt. Da kann man sagen, ja super, dass du so Neuronen hast, die das halt da, die Hormone so in Bewegung setzen und so weiter. Und wir forschen das noch weiter. Dann kommen wir drauf, aha, die Hormone, die haben auch irgendwelche Katalysatoren und Zusammenhänge und irgendwelche körperlichen Gründe gibt es dafür, dass der Mensch halt da noch irgendwie, wir probieren halt das Thema Liebe da halt so medizinisch zu erklären und finden noch irgendwann, die anderen sagen dann, es gibt da die Glücksdrüse, da hat es mal einen Philosophen gegeben, die Zwirbeldrüse, und die ist für den Menschen ausschlaggebend, die macht irgendwelche Hormone und die steuert ihn und so, aber wir reduzieren seine ganze Wirklichkeit, die ganze Wirklichkeit von der Iris und das, was das Thema Liebe ist, eine geistige Realität, auf ein körperliches Symptom. Sagen wir, ja, du Arme, hast jetzt so die Spiegelneuronen und das körperliche Symptom und Hormone, verstehst du? Und jetzt musst du halt in der Nacht durch die Gegend fahren. Aber es geht schon wieder vorbei. Also so ein paar Dinge. Nächste Woche. 2 Stunden schaffen. 3 Stunden schaffen. Legt sie über die Höhe. Aber wir werden den Sinn dahinter nicht, wir werden auf den Grund nicht kommen, wenn wir nicht in die geistige Realität einsteigen, diese zu erforschen. Weil die Liebe kannst du nicht auf ein körperliches Symptom reduzieren. Ja, es hat körperliche Auswirkungen. Sogar bis du noch Schmetterling im Bauch hast, nichts mehr essen kannst, über Wochen, verstehst du? Und ganz arg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so was. Das muss man da glauben. Das muss ich auch glauben. Ja, das ist definitiv. Ja, da kannst du dann über Wochen nichts mehr essen. Ja, kaum zu glauben, aber es ist ja so. Ja. Aber es ist ja mein Versuch, dass man das halt Ganze auf eine geistige Realität hebt, was sich da abspiegelt und abspielt. Und wir sind in einer materialistischen Welt aktuell, wo alles über die Materie einfach beschrieben wird. Ja, der kann ja nicht aus, weil der hat jetzt da eben irgendwelche Hormone, die ihn steuern, und der kann nicht aus, weil der ist halt da, der arme Mensch ist da computersüchtig und abhängig
von Dopamin gesteuert, verstehst du? Und die Psychologen beschreiben dir das nachher noch immer, weil was da jetzt für Hormone und für Dopamin, und deswegen muss der Mensch die ganze Zeit, also 12 Stunden am Tag am Handy sitzen und kann nicht mehr weg davon. Ja, und du kannst es immer körperlich beschreiben und die geistige Realität einfach nicht wahrnehmen. Übrigens, die Freiheit, wenn wir schon bei der Diskussion sind, die Freiheit ist erst im Geistigen da. Die Seele hat eine Freiheit, was der Körper und die Psyche nicht hat. Der Körper ist in sich begrenzt, ich kann nicht anders aus, ich kann ein bisschen hertrainieren, auf Vordermann bringen, dann hat er Grenzerweiterung, aber er hat Grenzen. Psyche ist eine Maschine, die fährt ihr Programm, kann so ein bisschen adjustieren, ein bisschen einlenken, ein bisschen ausmerzen, psychische Schäden, aber es ist auch eine Maschine, wo keine Freiheit hat, die Psyche selber, aber die Seele hat eine Freiheit. Auch im Menschen, wie er aufgebaut ist, anthropologisch, also vom Menschen her, die Seele hat eine Freiheit. Das macht den Menschen aus. Okay. Aber die geistige Realität dahinter wahrzunehmen und auf einmal auf diese geistige Realität bauen zu lernen. Also erst wenn die Iris sagt, ich bin verliebt, Mama. Und deswegen zieht es mich dahin, verstehst du? Gib mir noch einen Zehner für einen Dank, ich muss aussehen. Ich steige in die geistige Realität ein und sage, ja, das trage ich in mein Herzen, diese Liebe hat mich erfasst, die habe ich erlitten und die macht mein Leben aus. Und dann steige ich in die Realität ein, die ja wirklich das wahrhaft ausmacht. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, Spiegelneuronen und Hormonen hin und her und das treibt mich und jetzt kann ich mal aus. Nein, das ist eine geistige Realität. So. Und erst wenn wir die geistige Realität erfassen, die ganz letzte ist, also hinter dem Verlieben, sagen wir, die Iris ist ganz groß verliebt, dann hat sie geheiratet und 20 Jahre später, wenn sie mit den 5 Kindern durch die Gegend marschierst, dann schauen von Lignano im Urlaub, dann denkst du, ja, für was war das jetzt alles gut? Was ist der Sinn dahinter? Dass ich mich verliebt habe, dass wir 5 Kinder gekriegt haben, dass wir jetzt da auf Urlaub sind, einen glücklichen Mann. Sie hört es nicht aus, oder? Sie lacht noch, passt. Aber dann fragt man sich ja, für was ist das jetzt alles gut, mein Leben, dass das so und so abgelaufen ist, mit den Spiegelneuronen oder Liebe, wie man es halt will, und ganz am Anfang. Und dann, bis man sie dann irgendwann fragt, ja, was ist der Sinn dahinter? Und diese letzte geistige Wirklichkeit, das ist jetzt ein Clou, die letzte geistige Wirklichkeit hat keinen Sinn mehr. Die ist nicht mehr für irgendwas anderes da. Weil ich könnte ja sagen, schau her, die Liebe von der Iris, ich kriege ein Herz dazu, die ist jetzt dafür da, dass sie in der Hingabe reift. Und die Hingabe macht den Menschen so wunderschön. Und dass der Mensch dann so wunderschön ist in einer Hingabe, macht ihn attraktiv oder zum Geschenk für diese Welt. Und ich kann es noch immer, ja, aber für was sollen wir überhaupt lieben? Für was sollen wir Hingabe leben? Für was sollen wir Geschenk werden? Mit unserem Leben. Und dann muss es einen letzten Grund geben, für den ich es mache. Für den ich es mache. Für was mache ich jetzt meine 5 Kinder und der Aufziehung und keine Ahnung was? Für wen mache ich es? Und dieser letzte Grund, und dieser letzte Grund tatsächlich, ist Gott, der nicht wieder einen Grund hat. Das ist der Sinn, der nicht sinnlos ist, aber zweckfrei. Hinter Gott, der die Liebe selbst ist. 1. Johannes 4. Gott ist die Liebe. Es gibt einen, der das alles geschaffen hat, und weil wir heute schon bei der Liebe sind, also Gott selbst, und wenn Gott die Liebe ist, schauen wir in die Liebe noch ein bisschen, eigentlich wollen wir in Glauben rein, aber die Liebe ist überhaupt der Grund für alle Existenz. Die Psalmen schreiben das einmal so schön, und hättest du etwas nicht gewollt, hättest du es nicht erschaffen, über Gott. Und wenn wir fragen, warum ist halt irgendwas da, wir steigen eben in die geistige Wirklichkeit ein, da sind wir jetzt, warum ist irgendwas da, alles was existiert aus der Liebe heraus. Also bei den Kindern, Volksschule, ist immer lustig zum Fragen, ja, warum gibt es ein Ei? Und dann kriegt man ja irgendwo drauf, ja, Mama und Papa haben sie gern gehabt. Dann kann ich fragen, ja, warum gibt es das wunderschöne Gemälde da? Warum gibt es die schöne Statue?
Das hat auch irgendwer eine Liebe gehabt, dass er das gemacht hat. Warum gibt es so ein schönes Gebäude? Weil ein Architekt eine Liebe für Schönheit gehabt hat. Eine Liebe für was Edles, für einen Wohnraum schaffen. Warum ist das ein toller Boden? Ja, weil ein Tischler eine Liebe für einen Tisch und für Tischlerei und so weiter entwickelt hat. Aber alles, was existiert, jedes kleine Detail, alles existiert, weil jemand liebt. Weil jemand liebt. Auch der letzte Grund für ein Dasein ist die Liebe. Für unser Leben. Tak, 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 tak. Okay. Und ich habe zuerst gesagt, dass Gott kein Konzept ist, sondern persönliche, personale Wirklichkeit. Jetzt müssen wir noch vom. Aber ein bisschen Metaphysik schaut uns nicht, gell? Ich komme aber wieder drauf, das ist bereichernd. Ja. Wir fragen uns heute noch einen verrückten Glauben oder sinnloses Leben. Mir hat das einmal gefallen, weil diese Frage nach dem letzten Grund, nach dem letzten Sinn, nach Gott, sie ist in unserer Zeit nicht abgeschafft. Jeder sucht nach einem letzten Grund. Die ganze Esoteriker, die so boomen und die Philosophen und jetzt die Psychologen, die beschreiben auch immer einen letzten Grund, warum wer irgendwas so macht und so weiter. Verstehst du dann, wenn ich nachher weiß, warum der sich so einen psychischen Schaden hat, dann kann ich drauf stolz sein. Weil dann habe ich es verstanden, ich habe die ganz besondere Krankheit, die so und so heißt. Nein. Der letzte Grund, nach dem wir wirklich erforschen, diesen Grund, diese Suche haben wir nicht abgeschafft in der Postmoderne, in der wir jetzt leben. Aber wir haben sie anders beantwortet und da sind wir tatsächlich Pioniere in diesem Bereich in unserer Zeit. Wir haben diese Antwort nach dem letzten Grund nur mal durch uns selbst beantwortet. Also wir sind tatsächlich die erste Generation, die sagt, wir selber sind Gott. Wir haben die Sachen in der Hand. Wir steuern das Ganze. Und unser menschliches Leben und unsere Freiheit, unsere Würde macht es aus, dass wir das entscheiden können, was etwas ist und was wertvoll ist und was der Sinn dahinter ist. So. Der Hartl hat einmal gesagt, ja, die Frage der Moderne, der Postmoderne nach Gott, die ist nicht vergessen oder abgeschafft. Sie hat sich auf sich selbst definiert. Und das ist genau so. Heute beschreibt der Mensch sich selber wie Gott, nur er weiß es nicht einmal, dass er sich so sieht und so beschreibt. Einmal bei der Deklaration des obersten Gerichtshofs in den USA, da hat es einen Streit gegeben über Abtreibung ist er gegangen. Und dann haben sie die Würde des Menschen herausgearbeitet, oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Und dann schreiben sie, jetzt habe ich es nicht ganz im Wortlaut, aber so ungefähr, sie sagen, die Würde des Menschen besteht darin, dass er den Grund seiner Existenz, den Sinn der Schöpfung und des Weltalls und seine Freiheit selbst definiert. Selbst definiert, selbstbestimmt. Also den Grund meiner Existenz, warum ich da bin, habe ich selbst zu definieren, das macht die Würde des Menschen aus. Die Würde des Menschen besteht darin, dass er den Grund seiner Existenz, den Sinn des Weltalls und der Schöpfung und seine Freiheit, was meine Freiheit ist, selbst definiert. Das ist der Teufel zum Quadrat. Gott wird nicht mehr wahrgenommen, sondern der Mensch selber macht sich zum letzten Grund, zum Sinn hinter Existenz und was überhaupt Freiheit ist, definieren wir. Und das ist der große Clou, dass der Mensch nicht mehr fähig, wenn er nicht mehr fähig ist, also da haben wir die großen Gestalten, die haben sich noch etwas ausgerichtet, von dem sie ihr ganzes Leben geführt worden sind und das die Welt verändert hat. Aber wenn wir diesen Sprung nicht mehr schaffen, auch diese Botschaft dann annehmen, es gibt einen Sinn dahinter. Ich schaue mir die geistige Realität an. Ich sehe hinter dem ganzen Rambazamba, es gibt einen Sinn dahinter. Und deswegen kann ich auch noch jeden Tag in der Früh aufstehen, verstehst du? Aber wenn ich diesen letzten Grund nicht mehr sehe und mich selbst zum Gott erhebe, nachher liegt jeder Sinn, jede Würde, alles nur mehr von meinem Denken ab. Wenn ich über das gut denke, hat es einen Wert, wenn ich es über schlecht denke, hat es keinen Wert.
Und was ich will, ist gut. Weil er nur, es hängt ja nur mehr auf meinem freien Willen. Also, das ist die kopernikanische Wende, wenn man so will, aber ins Gegenteil verkehrt. Wir glauben nicht, dass sich die Sonne um uns dreht, sondern... Also, nein. Ja, wir glauben eben nicht, dass wir uns um die Sonne drehen, sondern die Sonne dreht sich um uns. Das ist der größte Rückschritt, den der Mensch je gemacht hat. Und in dem stehen wir aktuell drinnen, weil das positive Recht, das, was jetzt die Politik ausmacht, also positives Recht ist ja das, was die Demokratie auszeichnet, dass wir halt durch Meinungsäußerungen gemeinsam demokratisch entscheiden können, was richtig ist. Oder was, ja, es ist nicht, was für uns richtig ist, das ist eigentlich das Ziel der Demokratie, was für uns richtig ist, geht nicht um Wahrheit, aber es geht für was wir uns entscheiden. So, aber jetzt bestimmt auf einmal der Mensch über alles. Wir haben nichts mehr, nach was wir uns ausrichten. Und das ist eine Freiheit, die sagt Freiheit und meine, was mich als Menschen ausmacht, ist eben, dass ich frei entscheiden kann über alles. Freie Wahl. Alles ist mir möglich. Nachher bin ich erst frei. Da möchte ich jetzt euch zwei, weil diese Vorstellung von Freiheit, eben, dass man so Freiheit uns Menschen, wie wir sind freie Wesen, jawohl. Also, aber was ist Freiheit? Das ist die Frage. Aber Freiheit macht die Wahl aus, dass ich wählen kann, was ich will. Verstehst? Was ich will. Und erst dann bin ich frei und erst dann bin ich quasi Mensch und habe ich meine Würde. Aber das macht mich natürlich zu Gott. Weil ich ja dann bestimmen muss, was ist gut, was ist schlecht, was ist daher liebenswert, für was kann ich mich dann entscheiden und für was nicht. So, wenn die Freiheit nur in der Wahl besteht. Übrigens, die Freiheit der Wahl, ich möchte euch noch ein Beispiel geben von Chesterton, auch ein Philosoph, amerikanischer, großer Thomas von Aquin, Verehrer, Freund, ich bin da auch ein bisschen von dem angehaucht, aber der sagt, diese Wahlfreiheit ist das Langweiligste, was es gibt für Menschen. Und er bringt es mit einem Beispiel von einem Fußballspiel. Also Burschen hocken am Fußballspiel um, am Fußballplatz, so, sitzen rundherum. Und der Trainer kommt dann eines Tages, nach einem tollen philosophischen Vortrag, kommt er zu den Burschen und sagt, ihr Burschen, wir machen jetzt ein ganz ein freies Spiel, absolut frei. Ihr seid nicht mehr gezwungen, da die ganzen Linien einzuhalten, reißt da das Tor weg, warum sollte man nur da reinschießen, wenn wir so viel Platz haben, verstehst du, löst die Linien auf und nicht einen Ball haben wir, sondern jeder kann einen Ball haben und ihr könnt euch frei bewegen, wie ihr wollt. Ihr könnt immer entscheiden, wie ihr wollt und spielt doch, was euch wirklich liegt, verstehst du? Nicht da eine gezwungen in eine genaue Struktur, in eine Ordnung, in einen Rahmen, wo du als Mensch sowieso nur mehr, verstehst, unter 1000 Regeln und einen scharfen Schiedsrichter dich noch quasi sportlich betätigen kannst, sondern nein, heute wird es ja frei. Und reißt die Linien weg und reißt das Tor weg und dann kriegt jeder einen Ball und ihr könnt spielen, wie ihr wollt. Das macht eine Freiheit, das macht eine wirkliche Freiheit aus. Entfaltet euch, wie ihr wollt. Und wisst ihr, was passiert nach diesem Training und Neuaufstellung? Die Burschen sitzen alle da, zutiefst gelangweilt, ohne einen Sinn dahinter zu sehen, für was sie da sind. Es ist genau diese Falle von einem Bursch, der keinen Sinn dahinter mehr gesehen hat, hat kein Ziel mehr vor Augen, weiß nicht, was soll er noch tun, zutiefst gelangweilt, wo jeder seine eigene Ordnung aufstellen könnte, aber sie nicht mehr kann, weil jeder kann wählen, aber niemand kann sich mehr frei bewegen, schlussendlich, weil es keine Ordnung gibt. Und der Mensch sich auch noch keine Ordnung mehr ausgerichtet hat. Okay. Diese Wahlfreiheit, wenn Freiheit rein in der Wahl besteht, ich kann tun, was ich will, dann bin ich frei.
Diese Wahlfreiheit löst die Freiheit des Menschen auf. Im Letzten. Auch wenn es diese freie Wahl, die hat schon, also, dass die Ines jetzt Iris frei wählen kann, welchen Bursch, dass sie gern heiraten möchte. Jawohl. Es gibt diese, also, eine Freiheit in der Wahl. Und die hat ganz eine besondere, das ist sehr minimalistisch, sage ich jetzt einmal. Kannst nicht frei wählen, welchen Bursch. Die sind schon immer irgendwie so da. Ja, den oder den, der hat die Macken, der hat die Macken, der hat den Vorteil, der hat den Nachteil. Ja, aber du kannst nicht sagen, ich wähle, wie ich will. Nein, das ist, ja, der ist so limitiert, der ist so limitiert. Ja, ob ich jetzt mit einem Porsche oder einem Ferrari fahre, beide haben einen Vorteil, beide einen Nachteil. Mein Gott. Okay. Aber jetzt möchte ich noch andere Freiheit aufzeigen, und die noch viel christlicher ist. Die Freiheit der Exzellenz. Die Freiheit der Exzellenz, was entspricht uns Menschen viel mehr. Eine Freiheit der Exzellenz ist jemand, der etwas gelernt hat, eine genaue Ordnung angenommen hat. Sag einmal, ich habe Germanistik studiert und bin jetzt der deutschen Sprache wirklich mächtig. Bei mir ist das nicht der Fall, ich bin jetzt nicht so sprachenbegabt. Muss immer schauen, dass ich irgendwo die Wörter zusammenklappe, dass ich meine Konzepte ausdrücke und mitteilen kann. Aber jemand, der absolut alle Regeln und alle Künste der Grammatik und der Linguistik und extrem sprachgewandt ist und noch dazu ein großer Rhetoriker und der sich so frei ausdrücken kann, dass er mit der Sprache alles tun kann, was er am Herzen hat. Und eine Exzellenz und spielerisch, mit einer Leichtigkeit, die es umbringt, dass er Gaudi ist zum Zuhören, dass ein Genuss ist, dabei zu sein, dass es wirklich ein Event ist, die Leute billigen alle, die wollen sie alle hören. Und er teilt es in einer Exzellenz, in einer großen, großen Freiheit. Das ist die Freiheit der Exzellenz. Das ist der Unterschied zwischen 1. Klasse Volksschule, der auch schon einen Satz herunterliest mit Mühe und Not, aber sich nicht mitteilen kann. Nicht diese ganzen Regeln und die ganze Grammatik und die Ordnung so verinnerlicht, dass es seine zweite Natur geworden ist. Aber dieser Exzellente, die Freiheit der Exzellenz ausspielen Könnende, der hat tatsächlich eine Freiheit gewonnen, die ihn als Mensch jetzt voll ausmacht. Und das ist letztlich die Freiheit, die viel christlicher ist, sage ich jetzt einmal. Also Wahlfreiheit hat auch, beide Dimensionen haben seine Berechtigung. Aber die viel christlicher ist, weil es nicht darum geht, dass ich letztlich als Mensch über diese Wahl dominiere. Vielleicht kann ich gar nicht dominieren, gar nicht wählen. Ich bin in einer Ecke gewesen mit meinen Lebensentscheidungen. Es ist so worden, verstehst du? Habe ich nicht auskennen, wie die Sophie Scholl, sie hat das gemacht, siehst du da, es ist so vorne, keine Ahnung. Aber ob ich dann die Exzellenz habe, diese Freiheit erobert habe, dass ich von mir aus sagen kann, ich spiele es aus mit einer Leichtigkeit, mit einem Genuss, was ich richtig am Herzen habe. Für was ich richtig leben möchte, was mich wirklich ausmacht. Diese Freiheit der Exzellenz. Okay. Ja. Jetzt möchte ich ein bisschen noch schauen. Der Glaube, der uns eigentlich alles. Also uns alles mitgibt. Es ist jetzt, wir haben im Glauben immer dieses Bedürfnis oder diesen großen Druck, irgendwie so ein Ballast. Wir müssen im Glauben was erreichen, wir müssen im Glauben was tun. Ja, das stimmt, der Glaube ist auch anspruchsvoll. Wir dürfen uns auch einsetzen, wir dürfen auch was umsetzen, wir dürfen was weiterbringen. Aus einer Exzellenz heraus, die wahre Freiheit.
Aber der Glaube ist zuallererst nicht deine Idee. Verstehst? Es ist ein Plan, den Gott hat. So. Und du musst aus deinem, ja, meine Vorstellungen sind so, aber lass dir mal los. Gib deine Vorstellungen im Leben auch ab. Oder klammer dich wenigstens nicht dran. Es muss nicht so sein, wie es, dass du vorstellst, wie es, dass du denkst. Und eigentlich ist Gott immer so, dass er den Menschen so hinführt, dass seine Vorstellungen immer über den Haufen geworfen werden. Also wenn du einen Weg im Glauben gehen möchtest, nachher wirf deine Vorstellungen oder halt deine Erwartungen. Lass sie verwandelt werden, lass sie neu werden. Weil Gott sie anders erfüllt. Gott sie anders erfüllt. Okay. Aber der Glaube führt dich nicht zu deinen Vorstellungen, nicht zu deinem Plan, sondern eben immer von dir weg. Zu einem größeren Plan, zu einem größeren Bild. Bis in dem Bild, in dem wir drinnen stehen, das ist meistens so. Genau unser Leben, wie wir es uns vorstellen, was wir im Blick haben, das, was wir im Griff haben. Wir sind alle irgendwie so kontrollsüchtig. Wir wollen die Dinge im Griff haben, wir wollen sie beherrschen, irgendwie kontrollieren können. Verstehst? Und der Glaubende lässt eigentlich da los. Glaube führt dich als erstes weg von deiner Herrschaft in eine Herrschaft Gottes hinein. Jesus spricht die ganze Zeit von der Herrschaft Gottes, vom Reich Gottes. Basileia Tutiu. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel bricht an. Okay, er führt dich selber über dich hinaus. Selbsttranszendenz heißt es auch. Du nimmst dich selber nicht mehr so wichtig. Okay. Und dann nicht zu übersehen, jetzt bräuchte man ein bisschen, weil sonst sagst du, was hat der Grete, ich will keinen Glauben, ich will irgendeinen, nein. Und dann brauchst du diese Begegnung mit Christus, der tatsächlich, jetzt muss ich einen grünen Teil machen, der tatsächlich dieser große Botschafter dieser Botschaft ist. Also, es ist nicht unser Plan, es ist nicht unsere Idee, nicht unser Ding, sondern Gott hat sich da was einfallen lassen mit dieser Schöpfung und interessanterweise, er teilt es uns auch mit. Es ist kein Rätsel, es ist kein Geheimnis, kein Orakel, das niemand verstehen kann, sondern er kommuniziert es, teilt diesen letzten Grund, diesen Sinn hinter allem Geschehen, teilt ihn immer mit und immer mehr mit. Die ganze Schöpfung ist eine Offenbarung. Franz von Assisi. Wir müssen die Schöpfung lesen lernen. Es ist das fünfte Evangelium, sagt er. Überall kannst du Gott entdecken. Alles spricht von seiner Größe, von der Schönheit, von der Herrlichkeit, die er in dieses Leben, in die Schöpfung hineingelegt hat. So, die Botschaft. Durch den Botschafter hindurch, durch Christus hindurch kennenlernen. Und das ist jetzt noch ein bisschen eine Herausforderung. Also es ist ja nicht nur eine Botschaft, die was ich gehört habe, keine Ahnung, im Radio, wo sie sagen, ja, dass ein Zug und Glück passiert, kann sein, kann auch nicht sein, sondern eine Botschaft, die uns Menschen in eine Beziehung holt. In eine Beziehung holt, die dich jetzt an der Hand nimmt, quasi der Freund von der Iris, der die Hand ausstreckt und sagt, gehst mit, traust dich, mitgehen mit mir. Und durch die Botschaft, das ist immer, wir hören irgendein Evangelium, irgendein Wort aus der Heiligen Schrift, aber das ist immer Gott, der sich ausstreckt, deine Hand ergreift und dich wohin führen möchte. Immer weg aus der eigenen Heimat, immer weg vom eigenen Standpunkt, in ein Leben hinein, das Gott dir zeigen möchte. Und das ist jetzt das Interessante. Im Glauben werden wir nicht nur theoretisch jetzt, okay, wir glauben heute, wir halten das für wahr, sondern der Glaube setzt uns immer hinein, jetzt in eine Beziehung mit dem Herrn, mit Christus. Aber nicht nur, dass wir, okay, ja, jetzt haben wir den als Freund, das wäre noch so, eine Freundschaft mit Christus wäre in einer gewissen Weise auch zu wenig, ist nicht katholisch. Sondern es ist die tiefste Beziehung, die überhaupt möglich ist, eben in eine bräutliche,
mit ihm vermählt zu sein, so schön, dass wir eine gottgeweihte Jungfrau haben. Und uns, Elisabeth, die das ganze Leben ganz ihm sich verschwenderisch zu schenken, in dieser Beziehung völlig aufzugehen und dann auch Stück, wie bei einer menschlichen Beziehung, sein Leben zu leben. Er teilt ja, es gekommen, damit wir das Leben haben, es in Fülle haben. Er teilt eben sein Leben, sein eigenes Leben mit uns. Schenkt uns seine Natur, die göttliche Natur, die du in dir trägst. Schenkt dir sein Leben. Das Leben, das nicht mehr ein menschliches Leben ist, sondern ein göttliches Leben. Verstehst? Der Auferstandene, das ist für uns schwer zu fassen. Aber nimm's an. Lass dich vom Auferstandenen führen. Er weiß schon, wo es hingeht auf den Gipfel und für was das gut ist. Du fluchst vielleicht nur bei dem Schritt und bei dem Schritt und wenn es mühsam wird, aber lass dich führen. Lass dich führen. Und das Leben teilt er so wunderbar mit dir, dass nicht besser sein könnte. Eben, Gott führt uns in diesen Glauben hinein. Er schüttet sein Herz aus. Evangelium sagen wir dazu. Gibt uns alles mit, was am Herzen trägt. Lasst uns den Sinn hinter der Geschichte, hinter der ganzen Schöpfung, hinter allen Schicksalen dieser Welt, den letzten Sinn, wohin wir unterwegs sind, letzten Sinn, was wir uns erahnen, und er schenkt uns sein eigenes Leben mit. Also tiefer verbunden als wir mit Gott, kannst du mit niemand sein. Die Ehe ist eine schwache Verbindung im Vergleich zu der tiefen Verbindung, die uns im Glauben geschenkt ist. Nichts gegen die Ehepaare, ich hoffe, ihr seid mir heute nicht böse. Aber es gibt eine tiefere Verbindung noch, als wie die, die in der Ehe möglich ist. Eben die, die Gott im Glauben schafft. Er vereint sich tiefer, als wie eine eheliche Einheit ist, als wie eine Freundschaft möglich ist, als wie jede andere Beziehung möglich ist. Und die Frage auf dieses Leben, auf den Plan Gottes, schreibe ich auch noch einfach ganz groß. Dieses Leben einzusteigen, im Plan Gottes anzunehmen, aufzunehmen, das ist die große Frage dahinter, die sich an uns mit der Botschaft stellt. Da steckt was drin. Und dafür möchte man auch uns aufmachen. Also, jetzt muss ich noch das entscheiden, da merkt man, verrückter Glaube oder sinnloses Leben. Vielleicht ist ein verrückter Glaube, er ist sicher verrückt. Verrückter geht's nicht, verstehst du? Verrückter geht's nicht. Aber nicht auf keinen Fall sinnlos. Das sinnvollste Leben überhaupt. Ich möchte doch mit euch noch einen kleinen Feldversuch wagen und nachher mit einem Gebet abschließen, wenn ich darf. Und dann vielleicht noch einen tollen Segen von unserem Herrn Pfarrer. Aber mit dem Feldversuch möchte ich noch mit euch schließen, dass man einfach selber schaut, diesen Glauben, den du in dir trägst, den Gott dir geschenkt hat. Vielleicht verstehst du noch nicht alles, fragst dich noch oft. Aber das ernst nehmen, wirklich hinschauen lernen, wirklich führen lassen, wirklich zum alles entscheidenden Moment deines Lebens werden lassen, was ich im Herzen trage und wo mich das hinführt. Das ist entscheidend, da ist Macht und Geld und Ehre und Reichtum, alle Versuchungen dieser Welt. So. Im Feldversuch würde ich euch bitten, als ihr kennt, ich lade euch ein, wirklich einzusteigen und euch selbst zu fragen, was ihr im Herzen tragt, ob ihr euch davon führen lasst. Dürft ihr die Augen zumachen? Schau nur auf dein Herz und frag dich, ja, liebes kleines Herz,
was trägst du in dir? Was glaubst du wirklich? Liebes kleines Herz, glaubst du, dass es da tatsächlich einen Gott gibt, der die Liebe ist, der einen Sinn dahinter erschaffen hat, der der Sinn dahinter ist und der da auf mich wartet? Und wenn du das glaubst, liebes kleines Herz, und du es wirklich in dir trägst, du kannst doch nicht schummeln bei dieser Frage. Kannst du nicht. Dann darfst du die linke Hand ein Stück weit heben. Einfach nur so. Und die Augen zulassen. Lass mir einfach zu. Aber ein kleines Zeichen, ich glaube, dass es da einen Gott gibt, der hinter allem steht, der alles führt, alles in der Hand hat. Und dann frage ich mein Herz weiter. Und ich frage, liebes kleines Herz in meiner Brust, glaubst du wirklich, dass dieser persönliche Gott, der sich uns offenbart hat in Jesus Christus, dass der einen Plan für mich hat und dass der mich ganz persönlich hier, wo ich da sitze, mich führt und mich mein ganzes Leben hindurch wirklich führt, dass der mit mir in einer Beziehung steht und da echt Verantwortung für mein Leben übernommen hat? Und wenn du das glaubst, liebes kleines Herz, darfst du die rechte Hand ein Stück weit heben. Und dann fragen wir unser Herz noch einmal, liebes kleines Herz, was trägst du alles in dir? Was sind die Schätze, die du in dir trägst und vielleicht oft einmal verbirgst, sodass ich es gar nicht sehe? Aber liebes kleines Herz, ich möchte dich fragen, bist du bereit, dich von diesem Gott, der da ist, der dich auch führt, der einen Plan mit dir hat, bist du bereit, dich von diesem Gott führen zu lassen? Bin ich bereit, mich von dem wirklich führen zu lassen, was er vorhat, diese Wege zu gehen, wohin er führt, zu vertrauen und aufzubrechen? Und wenn du das in dir trägst und merkst, ich bin wirklich bereit, mich führen zu lassen, auch ganz konkret, diese Wege zu gehen, dann lade ich dich ein, dass du aufstehst. Jetzt auch die Hände jetzt übergeben. Und ich möchte jetzt noch beten. Damit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns wirklich führst und an der Hand nimmst. Dass du nicht irgendwer bist, sondern ein persönlicher Gott, der uns immer wieder begegnet, der uns echt was ins Herz gelegt hat, etwas, auf den wir tatsächlich Vertrauen gelernt haben, ein Stück weit unser Leben, unseren Weg schon gegangen sind durch dieses Vertrauen. Und Vater, ich danke dir, dass du mit diesem Schatz, den du in sein Herz angelegt hast, mit dem Glauben, dass du mit dem Großes vollbringen möchtest. Und ihr werdet noch größere Wunder vollbringen, sagst du zu den Aposteln. Das sagst du auch zu uns. Und ihr werdet noch größere Wunder als ich vollbringen. Dass dein Blick auf unser Leben ganz ein anderer ist und dass du tatsächlich durch uns kleine, schwache Menschen diese Welt verwandeln möchtest. Uns selber auch zu ganz neuen Menschen formen und führen möchtest. Vater, ich danke dir für diese Gnade, für den Heiligen Geist, den du in unsere Herzen ausgegossen hast, in der ganzen Fülle, in der Firmung. Vater, ich danke dir, dass du alle Fragen unseres Lebens, unseres Herzens, alle Nöte, alle Sorgen, alle Schmerzen, alle Wunden wirklich kennst, dass du dich sorgst, dass du die rechte Hilfe zur passenden Zeit auch schenkst.
uns mitgibst. Und Vater, ich möchte dir heute mein Jahr, mein persönliches Jahr erneuern, zu dir wirklich sagen, dass du in meinem Leben tun darfst, was du möchtest. Tun darfst, was du möchtest. Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist in dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte, der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.